Lieben, wir machen heute einen kleinen Test mit der Milay. Und zwar den EOS-Test, den Lip Balsam. Wir haben zwei Original-EOS gekauft. Einmal Erdbeersorbet und einmal Passionsfrucht oder irgendwas, keine Ahnung, da steht es zwar. Ich habe hier die Verpackung noch, ich habe sie schon mal rausgetan. Genau. Und Milay hat zwei Fake-EOS. Da steht Technik drauf. Die sind vom Teddy. Ja, vom Teddy. Genau. Halber Preis als wie die hier. Ich mache zuerst mal die dabei. Genau. Und dann? Ich habe natürlich lila keinen gefunden, habe dafür die Farbe genommen. Fake. Riecht aber gut. Sag mal. Der riecht nach Orange. Orange. Ja. Also, der sieht so aus. Ist ein bisschen. Also, ich zeige euch mal noch einen ganz kleinen Moment hier. Also, EOS, links, hier, rechts von euch. Und hier ist das Fake. Kleiner, runder, nicht oval wie der hier. Hat auch diese Wölbung nicht, wo man schön aufdrehen kann. Alles rund. Innen drin, der EOS schaut so aus. Gelb, obwohl es pink ist. Also... Ist der wohl echt fake? Der ist nicht pink, Mausi, der ist lila. Ja, das meine ich ja. Der ist weiß und der ist lila. Der Fake, hier, Fake EOS, der ist von der Höhe, seht ihr? Ist nicht so hoch, kleiner. Niedriger. Ist dafür auch ein bisschen breiter, also von dem Kreis her. Hier noch ein Kreis und es ist so hoch gesteckt halt. Genau, der ist höher. Ihr seht den Unterschied. Und jetzt machen wir mal den Riechtest. Oh, Riechtest. Also, ich mach mal den da. Also, hier rieche ich Orange. Und hier riecht man Vanille. Vanille. Passionsfrucht steht Nein, da drauf. Nein, Vanille, Harry. Bisschen vanillig und Kokos. Ja. Also, zeig mal. Ich will den ablecken. Ich finde, der Fake EOS hier, der riecht intensiver. Und der das. Milay sagt zwar nein, aber ich finde den nicht geruchsintensiv wie der hier. Also mehr Stoffe drin. Geruchsstoffe oder wie man sowas nennt. So, nächste ist ja Erdbeere. EOS, wie immer, größer. Mit der Wölbung hier zum schön zum Aufmachen, so zum Drehen. Ist auch mehr drin natürlich. Oh, Milay, riech mal. Erdbeere. Ich auch mal riechen. Und jetzt machen wir den hier auf. Aha. Der ist pink. Der ist pink? Der ist schon wieder intensiv. Also, EOS ist... Ich finde, findest du auch? Also, EOS hat immer diese weiße Farbe. Ich habe zwar noch keine anderen EOS gesehen. Die zwei bei uns sind beide weiß. Mach mal auf, Milay. Sind beide weiß oder nichts cremefarben. Ist heller, genau. Nichts ist heller, nichts dunkler. Genau. Beide, aber die Fake EOS, wo ist der andere? Genau, mach mal auf. Ich mach mal auf, warte. Hä? Hilf mir, Mama. So, die zwei Fake EOS. Die Fake EOS, die haben die gleiche Farbe wie die Verpackung und wie. Es riecht zum Beispiel orange, ist ein bisschen orange. Und das ist und auch immer so ganz hell und ganz pink. Und genau, innen drin. Wenn man zu viel drauf tut, können auch die Lippen ein bisschen, genau. So eine halbe Hälfte und pink sehr werden. Intensiv riechend. Jetzt tun wir mal probieren hier, ob der Farbe abgibt. Nein, er gibt keine Farbe ab. Echt sogar? Nein. Nein, keine und jetzt Farbe. Der da? Der EOS sowieso nicht. Aber der zweite Unterschied ist, EOS glänzt nicht so viel wie das Fake. Mama, ich schau, ja auch spannend. Glänzender. Mhm. Siehst du? EOS nicht so. Probier mal an deine Lippen, Milay. Ich nehme jetzt das da, okay? Das Nummer du nimmst eins. EOS. Und ich nehme mal... Ah, das macht man nicht so, Milay. Das macht man so. Nein, so. Schreibt man einen Kommentar, ob man es so macht oder mit dem Finger. Egal, kann man machen, wenn man will. Mit dem Finger. Boah, ist der intensiv. Der riecht total intensiv nach Und meiner ist verdammt Orange. Süß. Und meiner ist verdammt süß.
Der hat auch süßlichen Geschmack. Ja, die sind voll süß, die Öhrchen. Meiner hat süßlichen Geschmack. So. Ich weiß, dass der süß ist. Ne, leck mal ab. Der ist süß. Der auch. Leute, die sind süß irgendwie. Aber nicht gesund. Puh, die aber sind nicht süß. Gesund, Mama. Die sind echt süß. So, schauen wir mal. Mama, die glänzen. Aha. Nur alle glänzen. Aha, ich habe eins gemerkt. Mann. Der Fake Eos, der von Teddy, der gibt auch ein bisschen Farbe ab. Echt wo? Bisschen pink. Wie Gloss. Nicht wie der hier. Der ist farblos, total, wenn man drauf macht. Der Eos. Wenn man mal eine Alternative zu Eos sucht und nicht so viel Geld ausgeben will, ihr Lieben, dann könnt ihr auf Technik umsteigen, dann habt ihr auch ein bisschen Farbe auf euren Lippen, es riecht mehr, ist zwar weniger drin, aber es hat den Sinn erfüllt. Ja, stimmt's, also, Millet? Genau. Also ihr Lieben, ich habe für euch mal Eos getestet oder Eos gegen Fake Eos oder Technik gemacht. Oh, das sind die Kinder von denen. Genau. Und wisst ihr was? Ich nehme jetzt die Original Eos. Nein, ich. Du hast gesagt, die anderen sind gut. Ich nehme alle. Sie nimmt alle. Okay, dann nehme ich meine Lippenstifte, darfst du Eos haben. Oh, nein, 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 echte Lippenstifte. Nein, Millet darf noch keine Lippenstifte. Mann. Nein. Okay. Aber kein Problem, wir teilen uns das schon auf. Also, ihr Lieben. Aber das kommt in mein Zimmer, wenn du mal willst. Das kommt in Millets Regale rein, weil die so schön sind, ja? Okay, also ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wie ich das verglichen habe, Millet und ich. Und schreibt, wollten ja viele. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr besser findet. Ja, für was ihr meint, es besser ist oder habt ihr schon mal getestet oder kennt ihr nur das Original? Fragt, ob es mit den Fingern oder einfach so abschleift. Ah, Millet, tut man das eigentlich mit den Fingern drauf oder macht man das so drauf? Schreibt es in die Kommentare, hat sie jetzt gerade gemeint. Stimmt's? Ja. Genau. Okay, also ihr Lieben, hat mich wieder mal gefreut, was zu testen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und vergesst nicht, abonnieren, Daumen hoch und dann. Und das sind unsere Vorschläge.